Kürzlich verhaftet? Das ging schnell. Aber es gibt eine Menge offener Fragen. Vielleicht können Sie uns helfen. Können Sie helfen, Raito? Ich denke, ich könnte Ihnen helfen, wenn Sie mir zu dem Fall Informationen liefern. Oh, gut gedacht. Der Junge hat einen scharfen Verstand. Okay, hier ist der Deal. Ich verrate Ihnen ein Detail. Eins mehr. Eins, nicht mehr. Ja. Also, wie das Opfer getötet wurde, können wir uns denken wegen dem Messer. Wann das Opfer starb. Ich glaube eher, wo das Opfer gefunden wurde. Das ist, glaube ich, das Interessanteste, oder? Weil wann? Hat er auch schon gesagt, um 17.15 Uhr. Glaube ich zumindest. Naja, ich frage wo. Also sagen Sie mir, wo genau wurde das Opfer gefunden? Nun, darüber kann ich leider keine Aussage machen. Ich kann nur so viel sagen, dass das Verbrechen im Beweisraum stattfand. Im Beweisraum? Von einem Beweisraum wissen Sie nichts. Was, Raito? Kann ich behaupten, schon mal davon gehört zu haben? Ich sollte noch mal fragen, wenn ich etwas mehr darüber, über diesen Beweisraum weiß. Es gibt ja noch eine Sache, die interessanter ist als der Fundort der Leiche. Ja gut, dann machen wir den Zeitpunkt. Obwohl. Ja, gleich. Die Tatzeit 17.15 Uhr. Interessanter Zufall, oder? Wieso interessanter Zufall? Hä? 17.15 Uhr? Aber das ist genau die Zeit, zu der Goodman ermordet wurde. Im Büro der Staatsanwaltschaft. Was? Faszinierend, oder? Zwei Morde zur selben Zeit. Einer auf dem Revier, einer bei der Staatsanwaltschaft. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür? Oh mein Gott, sie muss 1 zu, keine Ahnung, sein, ja. Obwohl ich Mathematiker bin. Und wir gerade Stochastik in Mathe haben. Das kann doch kein Zufall sein, oder? Naja, egal, ein Zufall? Das ist nur eine Vermutung. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür dürfte bei etwa 0,001% liegen. Polizeichef Jand oder Gant, ich sag Gant jetzt. Polizeichef Gant, erzählen Sie uns bitte mehr zu dem Vorfall. Eine offizielle Verbindung zu diesem Fall besteht nicht. Ich kann nur wenig dazu sagen. Wie können Sie sagen, dass es keine Verbindung zwischen den beiden Fällen gibt? Wie? Weil ich der Polizeichef bin. Selbst wenn ich wollte, könnte ich Ihnen nicht alles sagen, Raito. Sie verstehen? Versuchen Sie zu verstehen, Raito. Warum nenne ich jetzt alle Raito? Ich krieg's kotzen, nur weil der Typ damit anfängt. Der will die ganze Zeit schwimmen gehen und er hat eine Kackfrisur und... Egal. Allerdings gäbe es Beweise für einen Zusammenhang, hätten Sie mehr Möglichkeiten. Vielleicht gibt es ja etwas, das eine Verbindung zwischen den beiden Morden herstellt. Was auch immer das sein soll, ich sollte es finden und der Sache auf den Grund gehen. Zwei Inspektoren ermordet um 17.15 Uhr. Eine im Gebäude der Staatsanwaltschaft und eine auf dem Polizeirevier. Das kann kein Zufall sein. Und das Messer, wie ist es da hingekommen? Ich sollte mich mal genauer mit diesem Messer befassen. Das habe ich schon vorgelesen. Was habe ich denn? Da habe ich, glaube ich, angegriffen. Und das mit dem, was noch viel wichtiger ist. Ja, ja, das habe ich alles schon gelesen. Bla bla. Ich trinke muss. Bla bla. Ein Detail, komm. Genau, ein Detail. So wie das. Nein, wann das Opfer starb. Also, zu welcher Zeit genau fand der Mord auf dem Polizeirevier statt? Gute Frage, Raito. Sehr gute Frage. Tja, Junge, das wird Ihnen gefallen. Ha, toll. Fick dich, Alter. Fick dich. Das wusste ich doch schon. Blau, blau. Klappe, 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 klappe. Oh, gut gedacht. Hahaha, ja, ist gut. Wie das Opfer getötet wurde. Also, woran genau starb der Inspektor? Woran er starb? Tja, jetzt wird's interessant. Er erlag Verletzungen zugefügt mit einem spitzen Gegenstand. Ein Messer. Einem Messer? Exakt die gleiche Todesursache wie bei Goodman. Das ist der wahre Geist. Jetzt kommen wir in Fahrt.
Aber wissen Sie, das ist nicht die einzige Parallele. Was wollen Sie damit sagen? Die Ähnlichkeit zwischen den beiden Fällen beschränkt sich nicht auf die Art des Todes. Sieht aus, als müsste ich in der Sache noch etwas härter nachfragen. Ja, und die Tatzeit, das weiß ich doch schon. Okay, also ich werde jetzt erstmal dieses dreckige Messer mir angucken. Ey. Interessant. Was haben wir denn da? Nichts? Oh, ist ja schön, dass da nichts ist. Und den Zettel gucken wir uns mal an. Das ist, da ist ein kleines Etikett auf dem Messer. Da steht SL92. Was soll das heißen? Keine Ahnung. Aber es erinnert mich an einen ähnlichen Code. DL6? DL6? Vielleicht ist es die Kennung eines Falls. Das ist komisch. Was? Ich erinnere mich nicht genau, aber ich glaube, ich habe das schon mal gelesen, gesehen. Etwas, das mich an dieses Etikett erinnert. Es ist nicht lange her. Vielleicht sollte ich noch mal einen Blick in die Gerichtsakte werfen. SL... Moment. Bla bla. Haben wir da noch irgendwas Interessantes? Hier steht ein Name und eine Dienstnummer. Inspektor Bruce Goodman. Nummer 5842189. Ich frage mich, ob die Kennung immer eine Zahl sein muss. Was denn sonst? Buchstaben natürlich. Sie sind immerhin der Hauptgrund, dass es die Schrift gibt. Stimmt. Inspektor Bruce Goodman. Nummer YABADAB. Wow. Verstehen Sie? Wäre das nicht besser? YABADAB? Nun, das hat was. Meine Rede. Hihi. Sie ist echt schnell zu erheitern. Ja, und ich dachte, ich könnte einen Hinweis finden. Aber nö. 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 Mal gucken. Nö. Da! Da steht nämlich SL9, wenn man das umdreht. Okay. So, präsentieren. Ich präsentiere. Präsentiere ich das Messer oder präsentiere ich lieber gleich die Nachricht? Ich präsentiere die Nachricht. Moment mal. Tut mir leid. Endlich ein echter Einspruch. Boah, wie begeistert er immer ist, ey. Das Messer. Es hat unzweifelhaft etwas mit Inspektor Goodman zu tun. Worauf wollen Sie hinaus? Eine echte Aufforderung zur Stellungnahme vom Richter. Großartig. Boah, ey, wie begeistert er. Ich komme mit dieser Bereicherung echt nicht klar. Naja. Sehen Sie auf das Schild am Messer. Da steht SL92. Und das ist wichtig, weil... Hier drüben haben wir außerdem eine Notiz, die am Körper des Opfers gefunden wurde. Was steht da? 6 minus 7S 20 durch 12. Euer Ehren. Sie halten sie verkehrt herum. Verkehrt? Der aufgedruckte Name lässt sie sei so herum. Aber drehen Sie mal um. Was sehen Sie dann? Wow! Wow! 21.02. SL9! Aha! Als er die Notiz schrieb, hielt er den Zettel verkehrt herum. SL9. Die gleiche Kennziffer wie auf dem Messer, auf dem Schild am Messer, auf dem Messer am Schild. Haha, ja. Oh mein Gott, die gleiche Kennung. What the fuck? Ruhe, ich bitte Ruhe. Also, Herr Polizeichef. Tja, na gut. Sieht aus, als wäre die Katze aus dem Sack.